Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Football Manager 23. Heute geht es gegen den SVW in Wiesbaden. Ja, die stehen zurzeit auf Platz 7. Die sind ein bisschen runtergerutscht. Die waren ja erst Platz 5 und dann jetzt auf Platz 7. Weil ja Freiburg gewonnen hat zum Beispiel. Saarbrücken hat auch gewonnen. Ja, wir haben auch letztes Spiel 2-0 gewonnen. Und wer hat die beiden Buden gemacht? Natürlich der endlich genesene Marcel Bär. Ja, den lassen wir auch im Sturm. Habe ich auch in der letzten Folge gesagt, dass ich den jetzt erstmal im Sturm lasse. Ja, dementsprechend würde ich sagen, ja, der Wein ist vorbelastet, gelb vorbelastet. Ich bin auch am Überlegen, ob ich den doch in der zweiten Liga mitnehme. Da bin ich echt am Überlegen. Aber dafür müssen wir erstmal Geld freischäffeln. Oder halt, man macht den Vertrag für nächste Saison. Weil von den Werten her ist das eigentlich ein guter. Müsste halt Kraft und Beweglichkeit ein bisschen trainieren. Da können wir ja einmal nochmal schauen und das anordnen. Wo haben wir den denn? Wein, Wein, Wein. Ja, wo ist er denn? Da ist er. Kraft, Beweg, ja, Kraft und Beweglichkeit, ne? Ich glaube, da gab es Kraft und Balance, ne? Beweglichkeit. Er hat so einen Extra-Reiter, ne? Kraft und Sprunghöhe. Kann man aber auch machen. Wie gesagt, Balance hat er sich eh verbessert. Ne, ein bisschen Kraft- und Sprunghöhe kann er ruhig machen, weil der ist ja sowieso defensiver Mittelfeldspieler. Falls die langen Bälle kommen, damit der dann besser springen kann, ein bisschen. Genau, der hat ja einen Zehenbruch erlitten. Wie groß ist ein Wein überhaupt? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. 1,84, okay. Ja, Deichmann gelb vorbelastet. Der Dings ebenfalls, der Daniel Wein. Da müssen wir halt mal schauen, ne? Gucken wir mal. Boyamba. Der Boyamba, ne? Ich weiß nicht, den will ich eigentlich abgeben. Wie gesagt, wir brauchen Geld. Wir brauchen echt Geld. Deswegen, wir tun nochmal Vereine anbieten. Vereine anbieten. Ja. Den Lex tun wir auch nochmal anmieten. Müssen wir halt machen. Anders geht das nicht. Dem Wiltsch würde ich auch gerne abgeben, obwohl er als rechter Verteidiger gut der Lannert. Wiltsch ist als Ersatz. Der hat doch noch bis 23 Vertrag, ne? Ich sag mal so, zur Not kann man sich ja jemanden ausleihen. Tun wir auch mal Vereine anbieten. Genau. So, den haben wir Kocic. Den lassen wir erstmal Freitag Moll. Ja, Moll lassen wir auch erstmal. Wir schauen mal. So, DFB-Pokal. Genau, in der letzten Folge haben wir ja auch ein bisschen DFB-Pokal gesehen. Man könnte sich auch das Spiel sich anschauen, glaube ich. Aber gut, wir gucken mal, wie es am Ende ausgeht bei den Spielen. So, Düsseldorf gewinnt 1-0 gegen Karlsruhe. Ambrosius das rote Karte kassiert. Eieiei. So, Mainz gewinnt 3-1 gegen Nürnberg. Dreimal der Welper. Oder wie heißt der? Viper. Ein junger Stürmer. 17 Jahre jung. Und der macht direkt drei Buden. Ja gut, man muss davon sehen, zwei davon waren Elfmeter. Aber da sieht man, da kommt ein junges Talent richtig nach hier. Bei Mainz. So, Sandhausen verliert 1-2 gegen Bremen. Füllkrug und Berg. Stuttgart verliert im Elfmeterschießen gegen Köln. Bayern gewinnt 4-0 gegen Hansa Rostock. Röder auch rote Karte in der 83. Minute. So, Hannover gewinnt im Elfmeterschießen gegen Leipzig. Krass. Da sind die Leipziger raus. Zweimal Havard Nielsen und dann hier Forsberg und Olmo. Regensburg gewinnt nach Verlängerung 1-0 gegen Frankfurt. Auch spektakulär. Und Wolfsburg gewinnt 2-1 gegen Schalke.
Damit ist Schalke auch raus. Wir können ja mal kurz auf die Tabelle gucken. Wettbewerbe. Ah, wo ging das denn nochmal? Ich vergesse das immer wieder. Mal, Wettbewerbe. Kann man halt nicht hier gucken irgendwo? Das dritte Liga. Datencenter. Taktik. Start. Naja, muss ich echt nochmal gucken. Kann auch hier sein. Welt. Ah, hier ist Welt. Erste Bundesliga. So, Bayern ist auf Platz 1, Leipzig auf 2. Schalke ist auf Platz 16 auf dem Relegationsplatz. Dahinter ist Köln und Augsburg. Frankfurt auf dem 15. Boah. 14. Bochum, 13. Freiburg. Hertha auf dem Platz 6. Dann können wir uns ja mal die zweite Liga auch anschauen. Erstes Hannover, zweiter Hamburg, dritter Nürnberg. Joa, Relegationsplatz Heidenheim. Abstiegsplätze Braunschweig und St. Pauli. Oh Mann. Wir können dann mal auch nochmal hier in anderen Ländern gucken. England zum Beispiel. Ah, okay. Hier sieht man nichts. Ich glaube, das liegt daran, weil das nur betrachtbar ist. Ja, wir haben hier nur betrachtbar gemacht. Deswegen sieht man das nicht so ganz. Ja, da hätten wir doch spielbar machen müssen. Aber man kann das ja auch ändern. Von daher müsste ich das mal nächstes Mal in den Einstellungen ändern. Dann machen wir das hier spielbar. Weil dann sieht man auch die komplette Tabelle und so. Dementsprechend. Oh, da scoutet jemand Kimmich. Ich habe jetzt nicht genau geguckt. Keine Angebote. Ja. Ja, ist halt so, ne? Also Sandhausen und Magdeburg für die Gehaltsforderungen, Osnabrück und Wien, Lohnkosten. Ja, Kaiserslautern ist an interessiert. Ja, Bojamba und Wiltsch hat auch keiner Interesse. Ja, ich würde ja sonst ablösefrei ziehen lassen, damit wir wenigstens das Gehalt einsparen. Kann man das denn machen? Warte mal. Der Kretschmann, ne? Was ist, wenn wir den anbieten? Weil zur Not nehmen wir einen Jugendtorwart. Wir tun den mal einfach mal anbieten. Ja, Wiltsch würde ich sagen, den brauchen wir gar nicht. Transfer, Vereinen anbieten. Mal gucken, ob die dann ankommen bei null. Bis jetzt noch nicht. So, Zwickau verliert erstmal 1 zu 2 gegen Freiburg die zweite. Damit ist Freiburg die zweite auf dem dritten. Aber man sieht das, dass die ja nicht aufsteigen können, oder Relegation kommen können. Deswegen ist Dynamo Dresden. So, erstmal loben hier. Den Marco Hiller ebenfalls. Ja, die Torhüter haben gut trainiert. So. Der hat sich verbessert überall, ne? Der Kretschmer. Ich bin noch am Überlegen, ob wir den auch mal einsetzen. Wie gesagt, wir gucken, ob ein Angebot kommt. Weil wenn nicht, dann packen wir ab nächstes Spiel wahrscheinlich den Kretschmer mal rein. Oder soll ich den jetzt schon mal reinpacken? Ich bin noch am Überlegen. Der hat sich verbessert, sehr schön.
Kantersieg, Fitnesstests, noch nicht bei 100%, okay. Ja, ich würde sagen, komm, wir machen mal den Kretsch mal rein. Wir gucken mal. Wie gesagt, vielleicht ist der ja auch besser sogar als der Hiller. Weil eigentlich hat er ja gute Werte, unterstützen, ne? Wir gucken nochmal den Kretschmer. So, unterstützen. Ja, wie gesagt, also die Werte gehen immer mehr. Ja, Abwurf und Ballannahme ist halt schlecht, ne? Deswegen. Beim Hiller sieht es da schon deutlich besser aus. Ne? Deswegen. Hier Ballannahme zum Beispiel. Ja, da nur passen halt nicht, ne? Wie sieht es beim Kretschmer aus? Ja, da ist alles gut, nur Ballannahme und Abwurf ist halt nicht gut. Ja. Übersicht, naja. Aber sonst. Ja, aus dem könnte man noch was machen, ne? Aber da muss sich halt deutlich verbessern. Hier ein Abwurf, Ballannahme passen. Kommunikation ist noch okay. Herauslaufen, Tendenz ist 10. Strafraumkontrolle ist auch 10. Ja, hier ist deutlich mehr gut passen. Das ist auch nicht so gut. Ballannahme ist auf jeden Fall deutlich besser. Ja, deswegen packe ich eigentlich den Hiller lieber rein. So, Aufstellung lassen wir so. Wer ist unser nächster Gegner überhaupt? Bayreuth, ne? So, gegen Bayreuth kann ich noch verschmerzen, wenn der Wein nicht dabei ist. Dann packe ich nämlich den Moll rein. So, dann spielen wir mal gegen Wien Wiesbaden. Wir spielen ja zu Hause. Hiller ist da drin. Moll soll für Deichmann, Skenderovic für Bär, Steinhardt für Rieder. Nee, lass mal. Wir lassen das so. Lange Abschläge, Vorsicht bei Zweikämpfen. Nee, also wenn er eine gelbe kriegt, kriegt er halt eine gelbe. Dann kommt halt beim nächsten Spiel der Novak rein oder so. Ja, Novak könnte da spielen. Wer kann denn noch da spielen? Box to Box. Kobylanski. Ja, oder der Kobylanski kommt rein und dann kommt rechts der Knöffel oder so. Muss man mal gucken, wie wir das machen. Wie sieht es mit Knöffel überhaupt aus? Ja, auf und ab, ne? 19 Jahre jung ist er noch. Ja, oder man packt Kobylanski hier in die Mitte und dann packt man ja vielleicht auch mal Stefan Lex wieder rein. Der verbessert sich ja eigentlich, obwohl hier ist er runtergegangen. Ist auch schon 32, der Junge. Oder man packt Skenderovic da rechts rein beim nächsten Spiel. Und weil der kann ja auch rechts spielen. Oder Bär rechts, dann der Skenderovic in der Mitte und dann kommt der Dings, der Lagmacher wieder auf der Bank. Geht ja auch. Ja, fehlt es an Spielpraxis? Glaube ich ihn nicht. Der hat zwei Buden beim letzten Spiel geschossen. Deswegen hoffen wir mal auf der gleichen Wirkung. So, alle sind motiviert. Außer hier der Wein, der ist gelassen. Deichmann ebenfalls. Frenesi auch. Bär ist auch motiviert. Ansonsten Steinhardt, Glück, Greilinger und Skenderovic sind gelassen. Sogar der Kretschmer ist motiviert. Man glaubt es kaum. So, dann wollen wir mal. Ich weiß gar nicht, wie viel der Spieler ist das jetzt? Müsste ich gucken. Ja, wir stehen auf Platz 1, sieht man nochmal. Platz 7 ist Wien Wiesbaden. Aber ich bin gespannt, was wir in diesem Spiel reißen. So, erstmal Anstoß für uns. Morgalla. Er macht das ganz langsam. Goden, Wein. Sehr schön. Goden wieder. Ah, verliert den Ball. Der Goden. So, wieder eine Chance. Lannert auf Stendera Bär jetzt. Ah, der wollte rübergeben auf Kubilanski. Ist nicht ganz geschehen. Also. Klappt er nicht ganz. So, Goden jetzt auf Kubilanski. Morgalla, Stendera und Bär mit dem Kopfball. Schade.
Stritzel hält. Ja, bis jetzt passiert nicht allzu viel. So, Wrotzer, Deichmann, Carstens, Taffershofer. Ja, jetzt kommt Magdeburg. Ach, Magdeburg sei schon weh in Wiesbaden, aber naja, da läuft keiner in der Mitte für die. So, jetzt der Wolf mit dem Schuss, aber der geht deutlich drüber. Abstoß auf jeden Fall. Mal gucken. Dann kommt die nächste Chance für uns. Gelbe für Imrotzer. So, jetzt kommen wir vielleicht. Rieder erstmal auf Lannert. Vrenetzi, ja, Bär läuft nicht richtig rein. Nochmal Vrenetzi, Stendera, Bär, kriegt er den? Nein, kriegt er nicht mehr. Schade. War eine schöne Chance. Ja, heute ist er nicht so gut drin, der Bär. Muss ich sagen. So, Stendera. Langsam mit Aufbau. Jetzt kommt Magon, zieht durch auf Bär. Bär mit dem Heber, aber oh, schießt doch richtig. Macht doch kein Heber, Bär. Ich weiß, im letzten Spiel hast du zwei Dinger geschossen, die richtig hart waren, aber diesmal hätte er richtig heftiger schießen sollen und nicht hier per Heber. Da war halt ein Abwehrspieler noch auf Zack. So, jetzt Kubilamski hat das richtig erahnt, hat der Gegner den bekommen. So, Mogala mit einer Flanke, Vrenetzi mit dem Kopf, aber das ist ja kein Kopfballungeheuer, der Vrenetzi, wissen wir ja schon. Ich glaube, der hat bis jetzt auch noch kein Kopfballtor geschossen. Ach, gemacht. Geschossen, war ich schon. So, Bär mit einer Note von 6,5. Da muss jetzt mal langsam was kommen. Deichmann, Dendera, Mogala. Aufbau. Jetzt aber. Jetzt kommt Bär wieder. Bär schießt, aber der Keeper hält. Ja, sehr schade. Sehr schöne Chance gewesen. Jetzt Vrenetzi mit dem Eckball. So, nochmal Vrenetzi. Immer noch im Ballbesitz. Deichmann. Schießt einfach mal. Und der geht knapp rechts vorbei. Aber anscheinend war jemand noch dran. Deswegen gibt es Eckball für uns. Ja, wir kommen auf jeden Fall jetzt langsam besser im Spiel. So, Kubilanski jetzt, Mogala auf Wein. Hiller jetzt wieder, Rieder. Deichmann, Stendera, Kubilanski, Goden auf Kubilanski wieder. Der auf Stendera, jetzt zieht er mal nach vorne, aber der schießt auch drüber. Eieiei. So, Freistoß ist Wein. Ah, wird abgeblockt, schade. Er kann ja gute Freistöße schießen, auf jeden Fall, der Wein. Hat er ja uns schon öfters bewiesen. So, Vrenetzi jetzt. So, Stendera. Vrenetzi. Stendera. Deichmann. Schieß! Boah, sehr schöner Schuss, aber der Striezel hält. So, jetzt nochmal Eckball durch Vrenetzi. So, Wein jetzt, Stendera, Goden, Rieder, gut, da passiert nichts. Eine Minute Nachspielzeit. Und wir gehen mit 0-0 in die Halbzeit. Oh, Deichmann hat Gelb bekommen, das heißt, er ist im nächsten Spiel auf jeden Fall schon mal nicht dabei. So, ich würde sagen, wir lassen jetzt die 11 Nummer. Und wir wechseln wahrscheinlich in der 60. Minute dann einmal aus.
Also wenn der Bär da nicht besser spielt, dann wechseln wir aus und Skenderovic kommt dann rein. Der hatte ja eine richtig gute Chance, ey. Er hat einen Heber gemacht. Aber naja, der Abwehrspieler von Wien Wiesbaden war halt da. Ansonsten wäre da Ding reingegangen. Boah, der wird abgeblockt, der Ball. Dachte erst, was kommt denn da für ein Kullerball von denen raus? So, Fröse jetzt. Brumme. Aber Deichmann holt sich den Ball wieder. Den wechseln wir auch gleich aus, weil er schon gelb jetzt hat. Bevor er gleich eine gelb-rote noch bekommt. Ist ja schon nächstes Spiel gesperrt. Wien Wiesbaden jetzt. Oder? Ja, den Ball holen wir uns nicht. Ja, sehr schön gemacht durch Rieder, aber naja, falsch weggeköpft, würde ich sagen. So, Lannert jetzt. Na, Fröse wieder. Holt sich den Ball. Aber wir kriegen den Ball nochmal wieder. Stendera jetzt. Kobylanski. Auf Gohnen. Stendera. Flanke. Vrenici. Pfosten. Schade, schade. Mann, Mann, Mann. So, weiter geht's. Also, sie schenken sich hier nichts, muss man sagen. So, Wein, Lannert. Auf Renizi. Oh, rechts vorbei. Schade, schade. So, 60. Minute. Bär spielt immer noch nicht gut. Dann kommt Skenderovic rein. Und. Ja, komm, wir lassen den Deichmann mal drin. Aber Verlat kommt mal für Tim Rieder. Der. Weiß ich nicht. Jetzt aber. Jetzt muss aber mal was passieren hier. So, Einwurf. Kobylanski, Morgalla, Wein. Ich hoffe, daraus kommt jetzt ein Tor. Wäre natürlich super. So, Stendera, ja, verliert erstmal den Ball. So, Morgalla, Stendera, auf Skenderovic. Deutlich links vorbei. Aber deutlich. So, Vrenesi jetzt mit dem Eckball. Skenderovic. Nochmal Vrenesi. Vrenesi! Ah, nix. Nochmal ein Eckball. Aber man merkt, in Ecken sind wir nicht so gefährlich. Oh! Gibt das eine gelbe oder eine rote? Gar nichts. Dann ist gut. So, dann würde ich sagen, Greilinger kommt mal für Vrenesi rein. Und der Nova kommt jetzt mal für Deichmann rein. Ja, das war's. Der Steinhardt und der Glück. Ja gut, der Glück bleibt sowieso oft draußen. Steinhardt diesmal auch. So, jetzt aber Greilinger. Verliert den Ball erstmal. Dann nochmal Greilinger. Ach, schade. Stendera, Kobylanski. Verliert den Ball. Boden kriegt auch eine gelbe Karte. Es sieht wieder nach 0-0 aus, ne? Drei Minuten Nachspielzeit. Oh, Meppen verliert. 0 zu 1 liegen die zurück gegen Dortmund 2. Das spielt uns auf jeden Fall in die Karten. Ja, und es bleibt anscheinend beim 0 zu 0, außer jetzt beim Dings passiert was beim Eckball. Oder der Schiedsrichter pfeift vorher ab. Nee, passiert nichts. Okay, der Schiedsrichter pfeift ab. Wir spielen 0 zu 0 am Ende. Ja, 20 Schüsse, 6 aufs Tor.
Hätte normalerweise mindestens einer rauskommen müssen. Der Bär, der hatte die beste Chance eigentlich. Aber was soll man machen? 0:0 gegen WM Wiesbaden. So, was haben denn die anderen gemacht? Duisburg verliert 1:3 gegen Viktoria Köln. Elversberg gewinnt 1:0 gegen Osnabrück. Meppen verliert 0:1. Das ist wichtig für uns gewesen. Wenn die gewonnen hätten, dann wären wir jetzt Zweiter. Mannheim verliert 0:2 gegen Rot-Weiß Essen und Oldenburg verliert 0:1 gegen Ingolstadt. Ja, Rot-Weiß Essen steht damit jetzt auf Platz 4. Mal schauen, ob da noch einer kommt jetzt. Oh, Spieler der Woche, Meißner. Deichmann hat das Limit für gelbe Karten erreicht. Gehalt eines Tages wird eingestrichen. So, Halle gegen Bayreuth und Dresden gegen Saarbrücken. Bergmann akzeptiert hallisches Angebot. Achso. Okay. Ja, Bayreuth gewinnt erstmal 0:1 gegen Hallescher FC. Ja, Samson mit der roten Karte. 3 Minuten später macht der Weber die Bude. Der Innenverteidiger. So, Dresden gewinnt 3:1 gegen Saarbrücken. Das heißt, Dresden ist damit wieder auf Platz 3. Ja, wir haben jetzt die Woche spielfrei. Können sich die Jungs mal ausruhen ein bisschen. So, Mitarbeitertreffen, Zusammenfassung und Posteingang. So, 3 Nachrichten. Kammerbauer. Ist einer für die Außen, ne? Der kann ja alles, ey. Kann rechts außen, rechter Verteidiger. Ja, hat auch gute Werte dafür, ne? Muss ich sagen, ja gut, ohne Ball jetzt. Ja, könnte man. Wie lange hat der denn Vertrag, der Kammerbauer? Ist 24, okay. Na, packen wir mal auf der Ausleihliste weiterhin. Gucken, ist hier was Neues? Nee, auch nicht. So, SC Verl gegen Erzgebirge Aue. Aue gewinnt 0:2 gegen Verl. Aue steht auf Platz 14, Duisburg auf 13. Ja, Abstiegsplätze Ingolstadt, Oldenburg, Mannheim und Halle. Ja, für die läuft es in dieser Saison noch nicht so rund. So, wie sieht's hier aus? Ratschläge, aktuell keine Schwäche. Spielaufbau. Ja, kann man machen. Weitere Verbesserungen unwahrscheinlich. Nicht länger eine Schwäche. Das ist auch gut schon mal. Ah ne, das habe ich ja gemacht, ne? Dribbelt durch die Mitte. Bleibt immer hinten. Andere lassen wir mal. Vollzeitvertrag. Rechts außen ist der, ne? Ja. Also schlechte Werte hat er. Antizipation ist jetzt nicht so gut, aber hier Schnelligkeit zum Beispiel ist richtig gut. Die Grundfitness, Beweglichkeit, ich sag mal so, man kann den verbessern auf jeden Fall, ne? Den Christian Narwehn. Müsste man halt nur gucken. Abschluss 1. Einer Abschluss ist schon echt blöd, muss ich sagen. Also mit einer Abschluss, pff. Entlastung bei den Gehaltsausgaben. Änderung der Einsatzzeiten. Ergänzung. Nee, das lassen wir jetzt. Aber wir haben schon
Zusammenfassung. Warum verdient Anerkennung? Amogala, ey. Der schätzt sich auch immer kritisch an, der Junge. Aber gut. Liebe Leute, das war's mit dieser Folge. Gatze hat sich erstmal verletzt. Aber wir müssen echt mal in der Jugend schauen, ob da was Gutes für uns dabei ist. Deswegen, weil dann würde ich den Knöffel wieder in der zweiten packen und dann gucken, dass wir einen anderen finden, hier Syr oder so, weil Syr war auch noch in Ordnung. Müssen wir halt in der nächsten Folge mal gucken. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich sag so lange Tschüss und bis dann.